Ich habe so gut aussehendes Publikum, muss ich ehrlich sagen. Ist so voll bescheiden auch alle. Ja, danke. Sehe ich extrem klein aus? Schön. Ich kann mich auf den Bordstein setzen und mit den Füßen baumeln. Das ist aber eine sehr dunkle Reihe hier. Ist hier jemand ein Flüchtlingsheim oder was? Wie ist dein Name, mein Freund? Wie? Taimon? Digimon, Pokémon, was ist los? Ja. Jetzt nach Pokémon und Digimon, der neueste Anime, Taimon! Und da kommt so ein behaarter Türke. Muss man nicht auch in so einen Ball stecken und dann so. So, du siehst so Türken im Park, ganz viele. Die sagen, was machst du? Ich suche meinen Timon. Oh, du siehst gut aus, mein Freund. Wie ist dein Name? Sven! Da bin ich doch glücklich, wenn ich das höre. Wenn ein Sven in deinem Publikum sitzt, dann hast du es geschafft. So. Wenn ich meinem Vater später sage, Papa, du machst lustig über mich, aber weißt du, wer bei mir im Publikum sitzt? Sven. Damit. Dann geht mein Vater nach Tunesien. Ey, bei meinem Sohn sitzt ein Sven im Publikum. Sven, wie alt bist du? 47? Oh, siehst jung aus. Das sind diese Mayonnaise-Gene. Ich kenne das. Was arbeitest du, Sven? Standortleiter für was? Logistik für Gras. Hermes! Die immer klingeln, auf einmal weg sind. Hermes liefert so Pakete, ich schwör's euch. Wer bist du? 11! Ich habe doch eben gefragt, ob jemand unter 8. Mir ist das nicht aufgefallen, weil der so groß ist wie ich, aber. Mit wem bist du hier? Wo sind denn deine Eltern? Ganz hinten? Das habe ich auch früher im Kino gesagt. Wenn ich so irgendwas gucken wollte, was ich nicht gucken darf. Du darfst nur mit deinen Eltern rein. Meine Eltern sind hier, ich schwöre. Ist das dein Kollege? Wie alt bist du? Bitte. 12, 11 und so. Ich komme in den Knast hier nach. Geht ihr noch zur Schule? Das wär's jetzt, wenn die gesagt hätten, was für Schule? Wie ist dein Name? Wie? Yasemin? Bist du Türkin? Deinem Ü? Wohnst du in Duisburg? Wo? Gelsenkirchen, ja. Türkin aus Gelsenkirchen, Asozialität vorbestimmt. So. Nicht so. Ja, ich weiß, dass ich in Gelsenkirchen gelebt habe. 5 Jahre. Wirklich. Und danach habe ich gedacht. Was arbeitest du? Türkin, die bei Aldi arbeitet. Ironie des Schicksals. Kriegst du Rabatt eigentlich dann da? Was? Musst du den ganzen Preis zahlen? Wofür arbeitest du dann da? Ist das deine Freundin? Jo, was ist hier los? Ist heute Verwandtenrabatt oder was? Ist das auch Türkin? Kann doch sein, dass du Chinesin bist. Alles ist möglich heutzutage. Oh, da ist doch ein Asiate. Dich meine ich. Oder bist du kein Asiate? Nein? Nein, du. Ja, du, der so aussieht. Wer sonst? Ich so der Asiate. Ich? Ja, du! Du! Bist du kein Asiate? Woher bist du denn? Türkei? Was ist los mit der Genetik heutzutage? Damals war es einfacher, rassistisch zu sein, weil man konnte alle unterscheiden. Heute mischen sich alle. Bist du so ein 100%iger Türke? So, du schwitzt Dönerfleisch? So. Wie viele Ehepaare haben wir hier?
Du, die ist aber nicht freiwillig deine Ehefrau. Der ist so. Wie lange seid ihr verheiratet? Boah, wäre das geil, jetzt zu 11.9. gesagt. 9.9. welches Jahr? Diese, letztes Jahr? Und ihr habt mich nicht eingeladen. Ich bin entsetzt. Ich bin empört. Das hier? Sehr gut. Gute Frau. Ja. Was arbeitest du, mein Freund? Ja. Kellner? Und du? Das war kein Geschenk, das ist für ihre Hausarbeit. Gucken wir uns den Freak an. Mit dem stimmt doch was nicht. Arbeitest du richtig in der Psychiatrie, wo so Leute drin sitzen, die denken, die sind eine Uhr und so? Ey, wer ist diese Person, die so ganz krass gackert die ganze Zeit? Wo ist das? Huhu. Was ist das für ein Lachen? Damit kann man Weltkriege beenden. Hier, also ich lache schon extrem. Aber das wie so ein Wal. Du kannst mit Walen kommunizieren, so. Wie ist dein Name? Jasmin, wie geht's dir, Jasmin? Du siehst glücklich aus. Was kann ich tun, um das zu beenden? Was arbeitest du, Jasmin? Bei der Deutschen Post. Deutsche Post, DHL, Hermes. Alle sind miteinander verwandt. Richtiger Inzestraum hier. Alle sind miteinander verwandt. Wie ist dein Name? Mariam? Sag mir nicht, dass du auch eine Türkin bist. So, der gleiche Driss alles. Ist das hier die Libanesen-Ecke? Ich will keine Witze über euch machen, ich hab keinen Bock. Genau. Ich sag so, die angelehnt ist und sie macht so, als ob sie dann nicht mehr ist. Wie ist dein Name, junge Dame? Dylan? Ja, alt bist du? Ey, die Leute wollen mich in den Knast bringen. Ist dein Vater? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich glaube auch nicht, dass du jetzt was anderes behauptet hättest. Wie ist dein Name, junge Dame? Linda. Linda? Ist das dein Freund? Du klingst... Hab keine Angst, kannst du sonst sagen. Wie lange seid ihr zusammen? 2,5 Jahre aus frisch. Wie ist dein Name? Julio? Wo kommt deine Eltern her? Aus Türkei? Italien, Giulio aus Italien. So ein ganz anderer Klang. Boah, wenn ich Giulio heißen würde. Sehen so, sein Auftreten ist anders. Der ist so glücklich. Wenn du so einen Taimon fragst, wie heißt du, Taimon? Wie heißt du, Mustafa? Und der so, wie heißt du? Wie heißt du? Giulio. Hat nur noch gefehlt, dass er so eine Rose rausholt. Giulio. Du bist Italiener, ne? Hast du ja gerade gesagt, ich voll Idiot. Wo aus Italien? In der Nähe von Neapel. Du bist aber keine Italienerin, ne? Du bist aus Indien. Indien und Italien? Pizza mit Curry. Das wird ein geiles Kind. Der redet so. Und dann so. Der ist irritiert später. Man kann hiervon hierhin switchen, so, das ist eigentlich gut. Wie lange seid ihr ein Paar? Ach, hast du schon gerade gesagt, ey, ich hab Alzheimer. Ey, Indien, Italien ist geil. Haben wir noch eine krassere Mischung hier? Taimon, ja, Taimon ist ja ganz verloren. Ist eine... Junge Herr, wie ist dein Name? Thorsten. Thorsten, echt jetzt? Yeah!
Thorsten, ist deine Frau? Da sieht man, eine Frau von einem Thorsten ist immer glücklich. Diese. Frag mal Timon seine Frau, ob die glücklich ist. Die wird nicht glücklich. Ja, besser. Sollen wir heiraten? Thorsten, wie lange seid ihr verheiratet? Ja, der antwortet einfach nicht. So, ich so, wie lange seid ihr verheiratet? Er so, halt deine Fresse. Und die Frau so, 25 Jahre. Gleich fahren die nach Hause und die so, wusste also nicht, wie lange wir schon verheiratet sind. Und er denkt sich so, Penner, du hast mich in Probleme gebracht. 25 Jahre? Ja, gut. Applaus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.